Ja, Verschwörungstheorien sind ja allgemein halt bei kriminalistischen Untersuchungen immer die Voraussetzung, weil nur darunter kann man ja überhaupt herausfinden, welche Theorie könnte stimmen und was könnte dann die Wahrheit da sein. Ne? Da muss man mehrere Sachen ausprobieren. Und ich wollte mich eben halt auch zur Türkei beziehen. Ich habe am Freitag, ehrlich gesagt, irgendwo, wo ich war, im Fernsehen kurz diese Nizza-Geschichte etwas mitbekommen, aber wollte schon gar nicht mehr hinhören, weil irgendwie, ob nun jetzt Charlie Hebdo und dieser andere Pariser Anschlag oder so, ein False Flag nach dem anderen, ich hab's hier, echt wirklich. Und dann habe ich ehrlich gesagt erst am Sonntagabend von einer Freundin halt mitbekommen, dass in der Türkei was los ist und habe mich dann halt zum Internetcafé dann irgendwann begeben und mir mehrere Stunden lang verschiedene Videos auch eben halt von privaten Menschen in der Türkei mir angeguckt, was denn da dran jetzt ist. Also interessant fand ich dann irgendwie erstmal so, dass dieser Anschlag, dass dieser Anschlag in Nizza und eben halt die Putschversuchsgeschichte in der Türkei gleichzeitig läuft. Also als ob irgendwie die Aufmerksamkeit der Welt an beide Herde geschickt werden sollte, damit eben halt vielleicht die Wahrheit dann noch schwieriger herauszukriegen ist. Und ich finde bezüglich jetzt dem Putschversuch gegen Erdogan, falls es denn überhaupt einer war, dass das irgendwie sehr zweifelhaft ist, weil zum einen, wenn man jetzt wirklich einen Putschversuch machen wollte und irgendwie die Möglichkeit hat, da die Armee, das Militär halt unter Kontrolle zu nehmen, dann geht man doch nicht als Erster gegen die Bevölkerung vor, weil, also das, was ich jetzt so an Bildern gesehen habe, also das Grausamste, was ich so gesehen habe, war, dass ein Panzer auf der Straße ein Auto gerammt hat und es standen halt Menschen drumherum. Es war ein bisschen heikel für die. Und sonst noch eine andere gefährliche Szene, wo das aber auch abends war und da fuhr irgendwie, ich weiß nicht, scheinbar ein Panzer vorbei, das war in der Kamera nicht zu sehen. Und da soll jedenfalls jemand gerade da überfahren worden sein. Und das sozusagen an grausamen Bildern, was ich gesehen habe jetzt bisher, war das. Also ich habe persönlich keine Leichen gesehen, habe aber mit einer kurdischen Freundin, die aus der Türkei ist, mich unterhalten. Sie meinte halt aus verschiedener Presse wohl mitbekommen zu haben, dass 100 Menschen umgebracht worden sind insgesamt und an verschiedenen Städten. Und ich sehe das nun so, es scheint mir so, dass jetzt, wo in Syrien die Terrormanagement-Terroristen frei geworden sind, die eben halt für uns als die IS oder ISIS halt verklickert werden, dass die halt frei geworden sind, weil die ja jetzt in Syrien nicht mehr rumtöten können. Und dass die dann eben halt ganz schnell mal ein bisschen paar Punkte für Erdogan selbst eben erschießen können. Und ja, zumal es ja auch in den ganzen Medien bekannt geworden ist, dass eigentlich in diesen Waffenlieferungen und auch der Ölverkauf an die, von der ISIS an die Türkei, das war, dass da halt Erdogan dahinter steckt, ist ziemlich bekannt geworden. Und ob nun dieser Fethullah Gülen dahinter steckt, weiß ich nicht. Also ich vermute es ehrlich gesagt nicht. Und ich muss sagen, ich bin in bezüglich der Türkei-Politik gar nicht so wirklich informiert, so wahnsinnig, weil ich finde, dass die gesamte Politik immer betrachtet werden muss, um die ganzen Zusammenhänge mitzukriegen, weil dieses Fokussieren nur halt auf einen Punkt löst, denke ich, halt nicht unsere Probleme. So, das halt erstmal noch dazu. Und ansonsten habe ich noch mitbekommen, dass angeblich ein paar Soldaten, die hatten geschlafen, die wurden mitten in der Nacht geweckt, von wegen, es ist Übung. Und dann sind sie halt losgezogen mit Panzern und so und auf die Bosporusbrücke. Und sie haben dann irgendwie
glaube ich, dann erst begriffen, dass das keine Übung war, sondern dass das irgendwas Ernstes war. Und manche sollen angeblich dann halt ausgestiegen sein, Deserteure. Also in Wirklichkeit müssten jetzt diese Soldaten nach diesen offiziellen Gesetzgebungen in der Türkei ja wegen desertiert jedenfalls, droht sogar die Todesstrafe. So, wofür ich nicht bin. Also zumindest war es immer früher so. Mittlerweile ist ja die Todesstrafe angeblich aufgehoben. Und jetzt wird sie doch wieder diskutiert, weil ja diese Menschen, die da jetzt halt Menschen getötet haben, ihre Strafe kriegen sollten. Und dann wäre natürlich die Türkei nicht mehr so demokratiefähig, um in die EU reinzukommen. So, und das ist halt dann soweit die Geschichte. Also mir scheint auch diese Soldaten, die angeblich da halt desertieren, irgendwie gefaked zu sein, eben in der Hinsicht sich so von wegen, wir haben so treue Soldaten in der Türkei, die halt so auf Erdogans Seite stehen, die dann halt auch keine Angst haben zu desertieren, wo so etwas eigentlich in der Türkei kaum möglich ist. Und weil sonst wären sie auch nicht irgendwie so, also das... Es ist sehr leicht aufgefallen, dass das ernst ist und keine Übung. Eine Übung läuft nämlich anders ab. Nicht, dass da irgendwie etliche Panzer durch die Bosporusbrücke fahren und dann halt die versperren. Und was ich sonst noch gesehen habe in dem Film ist, dass mehrere Hubschrauber geflogen sind. Einige haben tatsächlich anscheinend geschossen. Wohin, weiß man nicht, weil es alles im Dunkeln gedreht ist. Also Schauermärchen, habe ich den Eindruck. So, ich bedanke mich für diese Worte und ja, Film oder nicht Film, Wahrheit oder Lüge. Ich würde gerne eine Geschichte vorlesen heute. Die besondere Geschichte, also ich habe sie nicht geschrieben. Generationsgeschichten und niemand hatte Schuld. Ein Text zum Schmunzeln und Nachdenken. Der Autor ist unbekannt. In welchem Jahr das geschrieben wurde, steht hier nicht drin, liegt ungefähr 15 Jahre zurück. Es zählt immer noch und im Internet kursiert ein Text, so schön und wahr, dass wir ihn drucken, ohne den Urheber zu kennen, schrieb der Stern im Januar. Ja, Fragezeichen, vielleicht 2002 oder 3. Wenn du nach 1978 geboren wurdest, hat das hier nichts mit dir zu tun. Ich sage heute ein ganz klares: Es hat mit allen zu tun, insbesondere die, die nach 1978 geboren sind, die ständig mit ihren Mobilfunk und so weiter und vielen anderen Dingen auch, ja, missbraucht werden. Wenn du als Kind der 50er, 60er oder 70er Jahre lebtest, ist es zurückblickend kaum zu glauben, dass wir so lange überleben konnten. Als Kinder saßen wir in den Autos ohne Sicherheitsgurte und ohne Airbags. Unsere Bettchen waren angemalt in strahlenden Farben voller Blei und Cadmium. Die Fläschchen aus der Apotheke konnten wir ohne Probleme öffnen, genauso wie die Flasche mit dem Bleichmittel. Tür und Schränke waren eine ständige Bedrohung für unsere Fingerchen. Auf dem Fahrrad trugen wir nie einen Helm. Wir tranken Wasser aus Wasserhähnen und nicht aus Flaschen. Wir bauten Wagen aus Seifenkisten und entdeckten während der ersten Fahrt den Hang hinunter, dass wir die Bremsen vergessen hatten. Damit kamen wir nach einigen Unfällen klar. Wir verließen morgens das Haus zum Spielen. Wir blieben den ganzen Tag weg und mussten erst wieder zu Hause sein, wenn die Straßenlaternen angingen. Niemand wusste, wo wir waren. Wir hatten nicht einmal ein Handy dabei. Wir haben uns geschnitten, brachen uns die Knochen und die Zähne und niemand wurde deshalb verklagt. Es waren eben Unfälle. Niemand hatte Schuld, außer uns selbst. Keiner fragte nach der Aufsichtspflicht. Kannst du dich noch an Unfälle erinnern? Fragt euch mal selber. Wir schlugen einander oft grün und blau. Damit mussten wir leben, denn es interessierte die Erwachsenen nicht. Wir aßen Kekse, Brot und Butter dick, tranken sehr viel und wurden trotzdem nicht zu dick. Wir tranken mit unseren Freunden aus einer Flasche und niemand starb an den Folgen. Seltsam.
Wer hat denn nicht PlayStation und alles andere, Videospiele, Fernsehkanäle, Filme auf Video, Sound und so weiter, eigene Farbfernseher, Computer, Internet? Wir hatten Freunde. Wir gingen einfach raus und trafen sie auf der Straße. Oder wir marschierten einfach zu deren Heim und klingelten. Manchmal brauchten wir gar nicht zu klingeln und gingen einfach hinein, ohne Termin und ohne Wissen unserer gegenseitigen Eltern. Keiner brachte uns und keiner holte uns. Wie war das nur möglich? Wir dachten uns Spiele aus mit Holzstöcken und Tennisbällen. Außerdem aßen wir Würmer und die Prophezeiungen trafen nicht ein. Die Würmer lebten nicht für immer in unseren Mägen weiter. Und mit den Stöcken stachen wir uns nicht besonders viele Augen aus. Also ich denke mal keine. Beim Straßenfußball durfte nur mitmachen, wer besonders gut war. Wer nicht gut war, musste lernen, mit Enttäuschungen klarzukommen. Manche Schüler waren nicht so schlau wie andere. Sie rasselten durch Prüfungen und wiederholten Klassen. Manchmal sind Wiederholungen doch gut, um was zu lernen. Das führte nicht zu emotionalen Elternabenden oder gar zur Änderung der Leistungsbewertung. Unsere Taten hatten manchmal Konsequenzen. Und keiner konnte sich verstecken, wenn einer von uns gegen das Gesetz verstoßen hatte, war klar, dass ihn die Eltern nicht aus dem Schlamassel rausholen würden. Im Gegenteil, sie waren der gleichen Meinung wie die Polizei. So etwas, also bei der heutigen Polizei würde ich achtsam sein. Unsere Generation hat eine Fülle von Innovationen, Problemlösern und Erfindern mit Risikobereitschaft hervorgebracht. Wir hatten Freiheit, Misserfolg, Erfolg und Verantwortung. Mit alledem wussten wir umzugehen. Und du gehörst auch dazu. Herzlichen Glückwunsch. Wer möchte, darf gerne, ich habe so Päckchen hier fertig gemacht, hinten steht eine Geschichte drauf, die ich nicht vorlesen möchte. Die stammt von 2007. Es wurde noch schlimmer und ich weiß bis heute noch nicht die Lösung. Ich weiß, was dahinter steckt und wer dahinter steckt. Und ich habe da auch einige schöne Dinge drin, wo sich die Menschen einfach mal, oder gönnt euch einfach mal was Schönes. Nicht wie da an der Alster. Und das kostet kein Geld, sich da einfach hinzusetzen. Und ich möchte jetzt auch bitte keinen Applaus haben, weil macht einfach weiter für den Frieden, für ein Miteinander. In Berlin ist die sind jetzt jeden Montag unterwegs, vielleicht auch andere Tage noch. Da heißt es der erste Weltfrieden. Genau der Lars Meerholz, der 2014 das andere auch ins Leben mitgerufen hat. Und viele andere. Macht einfach miteinander, füreinander, zum Wohle aller Dienenden. Und nicht immer dieses Konkurrenzdenken, Neid, Eifersucht, Hass und Rache sind schlechte Ratgeber. Das muss jetzt vorbei sein. Schluss, aus, vorbei. Frieden für jetzt und alle Ewigkeit. Danke.